Wenn Sie sich an die Dreharbeiten zurückerinnern, wie haben Sie die Zusammenarbeit mit dem Regisseur und den Schauspielern empfunden? Ja, ich finde also, auch nach so langer Zeit finde ich, dass die wirklich alle ganz toll spielen, ganz, ganz wunderbar. Und im Gegensatz zu dem heutigen, also das ist ja modern, so Murmeltheater, wo man immer wirklich alles nicht so richtig versteht, auch im Fernsehen und im Kino. Und hier jedes Wort, und es ist so, ja, es ist wirklich ganz großartig. Also Inge Keller finde ich toll. Ich war ja mit Hermann Schoche, das habt ihr ja erzählt, verheiratet, oder? Ja, doch. Und als es darum ging, wer nun was spielt, habe ich gesagt, das muss unbedingt Inge Keller spielen. Das muss keine, also die Keller ist ja so die letzte bürgerliche Dame des deutschen Theaters gewesen, muss man schon sagen. Und ich dachte, das ist wichtig, dass so eine Figur nicht von so den DDR, nichts dagegen, aber so Muttchen, dachte ich, ist nicht. Müsste ein wirklich so eine mit großer Energie und eine intelligente Person müsste das sein. Nicht, dass man die gleich von runter macht. Hartloff war klar. Und dann sah ich auf der Suche, ja, irgendwie zufällig, sah ich in einer Zeitung ein Bild von Jürgen Hensch. Danke. Der spielte in damaligen Karl-Marx-Stadt Hamlet, ein Foto. Und dann habe ich zu Hermann gesagt, schau, den musst du unbedingt. Also, der muss das spielen. Du musst hinfahren und ihn überreden. Und also Tschoche ist nicht hingefahren, die haben ihn eingeladen und die haben sich dann verabredet. Und Hermann hat erzählt, dass Jürgen mit dem Rücken zum, in einem Restaurant mit dem Rücken zur Tür saß, so. Und dann hat Tschoche ihn gefragt, würden Sie, und hier ist das Buch und so. Und er hat dazu gesagt, und ich finde den einfach wirklich ganz toll. Ganz, ganz großartig. Ja, das ist für, wenn Sie das schon wissen wollen, ist das natürlich für einige Leute, ist das Verbot eine Katastrophe. Für mich nicht. Aber für Hensch, der, ich meine, der hätte im internationalen Kino auch wäre der auch ein toller Typ gewesen. Und dann lernt man ihn später als Mann kennen und da ist er immer nur der zweite gute Mann. Also er spielt dann neben Müller-Stahl in diesem Hamann-Film. Da kriegt Müller-Stahl, das ist George, sorry. Müller-Stahl ist Thomas Mann, spielt der Heinrich Mann. Und in dem Hamann-Film, wo dann George den goldenen Löwen in, also silbernen Löwen in Venedig abräumt und Hensch leer ausgeht. Also irgendwie ist es eine traurige Sache um ihn. Ja, okay. Er ist toll und er, manchmal sieht man, dass er, habe ich den Studentinnen gesagt, man sieht, dass er außer Atem gesehen hat, macht er so ein bisschen Belmondo, so wenn er so, macht er so ein bisschen Belmondo nach und ich mache ein bisschen Brigitte Bardot nach, wenn ich das Bein so hebe, wenn die da auf dem Steg liegt und das Bein plötzlich hebt, das ist aus Verachtung. Ja, naja, so haben wir halt geguckt, dass man ein bisschen raus aus der Kiste auch spielt und weiß, dass es noch anders geht als so geradeaus und demonstrativ und mit den Texten eben so, ja, nee, muss auch noch anders gehen und geht auch anders, ging auch anders. Ja, und die Frisur ist natürlich Giulietta Massina, das ist La Strada, also gut geklaut ist besser als schlecht selber erfunden. Ja, jetzt nochmal vielleicht Ihr ganz eigener Blick auf die Figur Carla. Denken Sie, dass Carla auf ihrem Weg ein Stück weit gescheitert ist oder dass sie doch schlussendlich eigentlich dann ihr Happy End hatte? Nein, ich glaube, dass, wie wir ja alle wissen, die Nummer 89 scheitert. Und ich finde, das sieht man dem Film an. Na klar, das Happy End ist, nee, das ist klar. Das konnte nicht gut gehen.
Nun erleben wir die Schule und die Lehrer im Film als eher strenges und in sich geschlossenes System, in dem jeder weiß, wo er hier hingehört. Wenn Sie sich an Ihre Schullaufbahn zurückerinnern, können Sie da irgendwie Parallelen erkennen, wie es jetzt beispielsweise im Film dargestellt wurde? Nee, gar nicht. Das ist ja dann noch ein bisschen früher. Ich habe ja 59 Abitur gemacht und immer war klar, dass ich Schauspielerin werden will und das ist von den Leuten, die um mich herum waren, das natürlich auch Lehrer waren, wurde immer akzeptiert. Allen war klar, das ist klar. Und also da gab's, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwelche Pressionen. Das ist ja eine schreckliche Szene, wenn die gefragt werden, ob sie Ost- oder Westfernsehen und nicht gucken. Das ist ja wirklich gruselig, aber sowas habe ich nicht erlebt. Der Film an sich ist ja auch heute, sage ich mal, auch noch mal für Sie auf jeden Fall, denke ich, auch bewegend, wenn Sie das sehen. Empfinden Sie den heute vielleicht anders als vielleicht 1990 bei der ersten Aufführung oder haben Sie immer noch? Ja, das ist komisch, dass man das eigentlich immer mit Ihnen zusammen anders empfindet. Also das eine Publikum so, die anderen so und dann gibt es auch kritische Meinungen. Der Film ist ja dieses Jahr auch auf der Berlinale gelaufen in der Retrospektive. Im Kontext mit den 66er Filmen der Bundesrepublik, die da irgendwie also sowas von total abkacken, weil da ist noch gar nichts, also Fassbinder ist noch nicht. Entschuldigung. Nö, warum eigentlich, oder? Ja, und dann gibt es im Diskussion, also die fragen mich dann, auch Leute in eurem Alter, sagen dann, na ja, aber am Anfang, wenn sie da ist sie doch sehr ein Püppchen oder so, dann kann ich nur sagen, ja, ich wusste es nicht anders zu spielen, so, also klar. Also Emanzipation, das dauert ein bisschen und immer noch sind ja unsere Ahnen in uns, also möglicherweise, dass meine Mutter sich gegenüber meinem Vater auch so verhalten hat, so ein bisschen Püppchen, bitte. Ja, ich denke, es gibt noch sehr viele Fragen, die wir auch stellen würden. Wir möchten aber auch Sie gerne mit einbeziehen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie an dieser Stelle gerne Ihre Fragen an Frau Jutta Hoffmann loswerden. Und jetzt Sie. Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Und ich fand ihn sehr rührend, weil es ja so ein bisschen meine Geschichte ist, etwas älter, aber doch sie miterlebt hat, die Schulzeit miterlebt hat und es hat nochmal so einen Rückblick gegeben, wie wir damals als junge Menschen gelebt haben, was wir erlebt haben, wie wir damit groß geworden sind. Und wir fanden das alles gar nicht so schrecklich. Wir haben es einfach gelebt. Also glücklich und zufrieden oder wir hatten irgendwo unsere Zufriedenheit. Ich kann es nicht anders beschreiben in dem Moment. Ja, es ist so, dass der Film natürlich, wenn wir, also Sie und die Älteren unter uns den Film angucken, dann hat man schon immer so ein Empfinden von Verlust. Also etwas haben wir ja verloren. Vielleicht unsere Utopie, unsere Vision, unsere Jugend sowieso. Und so lustig ist das nicht. Das ist schon berührend, finde ich auch. Ich weiß nicht, wie das mit jungen Leuten ist. Das fragen wir jetzt. Zum Beispiel? Ich weiß nicht. Also ich habe, meine Mutter hat mal ein altes Schulheft aus dem Staatsbürgerkundeunterricht, glaube ich, geholt. Und naja, also sie hat sich im Nachhinein, das war eben vor ein paar Jahren oder was, sie hat sich unheimlich aufgeregt. Bisschen näher ran. Entschuldigung. Meine Mutter hat mal ein Staatsbürgerheft, Kundeunterrichtsheft vom Dachboden geholt und hat sich im Nachhinein unheimlich drüber aufgeregt, was sie damals aufschreiben musste. Also ich muss die Eindrücke erstmal verarbeiten, denke ich, aus diesem Film. Also komisch zu sehen. Also meine Schulzeit war völlig anders, natürlich. Und ja, mehr kann ich nicht sagen dazu. Danke. Also ich würde gerne was ergänzen, weil im Prinzip, also ich selbst war 12, als die Mauer fiel und habe letztendlich die Sachen, die wir hier auf der Leinwand sehen, natürlich auch nicht mitbekommen und auch nicht so viel von den DDR-Fernsehsachen kennengelernt. Ich promoviere jetzt aber über das DDR-Fernsehen und habe erst nach der Wende letztendlich eine Begeisterung für
den DEFA-Film und das DDR-Fernsehen entwickelt. Und ich, für mich war es sehr, sehr spannend in dem Seminar. Also die meisten der Seminarteilnehmer, die hier auch stehen, die kannten die DEFA nicht oder die wussten erstmal nicht viel über das ostdeutsche Filmwesen zu sagen, kannten die Filme natürlich auch nicht, und einfach zu merken, wie viel Interesse sich dann entwickelt und wie viel man letztendlich auch vergleichen kann und ableiten kann zu der heutigen Zeit. Also wir haben da spannende Diskussionen geführt, die wir vielleicht auch noch hier ein bisschen intensivieren können, und es war echt spannend zu sehen, wie letztendlich die Generation, die nach dem Fall der Mauer geboren ist, mit diesen alten Filmen, die 50 Jahre alt sind, dann auch umgeht. Also zum Beispiel, wir haben uns im Seminar sehr, sehr, also wir haben viel über die Szene, dass Hürte in der Nazi-Uniform zu sehen ist, ob das jetzt letztendlich stimmt, was er erzählt, oder ob er letztendlich da auch was spielt, also sozusagen dann doch in der Zeit Nazi war. Also da haben wir lange diskutiert und natürlich auch kein abschließendes Urteil gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie was dazu sagen, oder vielleicht, weiß nicht, wie es Ihnen ging. Es gab halt sehr gegensätzliche Meinungen. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Fragen. Also ich bin Jahrgang 67 und lese im Moment ein Buch, 1965 heißt das, wo auch geschrieben wird, dass es so ein kleines Fenster nach der Mauerschließung gab, wo kulturpolitisch irgendwie etwas geöffnet wurde. Auch Hermlin, diese große Sitzung da im Schriftstellerverband. Haben Sie das auch so empfunden, oder war das so kurz, diese Phase, dass man, das würde mich mal interessieren. Klar, das haben wir auch so empfunden. Und dass das kurz war, das haben wir dann entdeckt. Klar. Und immer wieder ging mal ein Fenster auf. Ich habe immer gesagt, wir müssen einfach versuchen, den Fuß in die Tür zu stellen. Und dann muss irgendwann auch die Tür wieder aufgehen. Und das ist dann 70/71, wenn ich die Filme mache mit Egon Günther. Und das dauert dann wieder bis 76, da diese unsägliche Biermann-Affäre da dazukommt. Und dann machen wir 78. Frank Beyer ist so mein zweiter Lieblingsregisseur, oder wirklich ein toller, grüß dich, ein toller, toller Regisseur. Machen wir dann Geschlossene Gesellschaft, haben wir letzte Woche ohne die Studenten von Babelsberg im Potsdamer Filmmuseum Geschlossene Gesellschaft gesehen. Und dann ist das Fenster, dann ist es erstmal wieder ganz, ganz zu. Ja. 83 verlasse ich die DDR. Und ich dachte, die BRD ist keine Alternative, aber ich hatte keine Wahl, weil ich halt spielen wollte und nicht mehr spielen durfte. So Projekte wurden weggeschoben und im Theater wurde es kompliziert. Und dann habe ich 83, bin ich halt in die BRD gegangen, habe dort Theater gespielt und habe eigentlich, ehrlich gesagt, versucht, es zu vergessen. Ich habe gesagt, so, das ist das eine, und habe dann als Lehrerin auch gearbeitet, als Professorin an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und habe niemals von dieser komplizierten Vergangenheit als Schauspielerin erzählt. So habe ich das dann vergessen. 90 sagen die, wir holen die Filme aus dem Keller und hängen da mal alles aneinander. Also in diesem Fall ist das ja man kann sagen, ein ungeschnittener Film. Ich habe mich immer ein bisschen beschwert bei Tschoche. Man sagt, das ist ja so lang und schwarz-weiß und so lang und so lang und so ausführlich, können da nicht ein bisschen rumschneiden. Und da hat er gesagt, dass Günther Ost, der Kameramann, der dann auch irgendwie eine traurige, der hat keinen Spielfilm mehr gemacht. Günther Ost hat gesagt, nein, es muss so lang sein, wir müssen das aneinander hängen, weil es ist ein Dokument. Das, wir müssen zugeben, was wir für Fehler gemacht haben, da sind Fehler drin, und das kann nicht so auf modernistische Weise zusammengeschnipselt werden. Das muss so bleiben und muss so akzeptiert werden oder eben auch nicht. Es gibt ja vielleicht Leute, die sagen, nee, interessiert mich nicht, ist mir zu lang, zu schwarz-weiß und ja, nicht gut geschnitten. Naja, so. Nee, das ist wirklich eine, also ich mochte beide dann plötzlich nicht mehr so wahnsinnig gerne, Plenzdorf und Tschoche, als die sagten, ich habe gesagt, ihr verhaltet euch so wie Carla, warum? Warum? Ihr könnt da rumschneiden, wie ihr wollt, ihr könnt neue Szenen einführen, ihr könnt Hirte
den Bach runtergehen lassen und Frau Jansson nicht ganz, das kann alles passieren. Die werden den Film, die sind entschlossen, die, sage ich die, die Regierung und Kultur sind, Kulturminister sind entschlossen, das ganze Paket zu verbieten. Da kann ich wieder plötzlich so einer, der da mal so tut, als ob. Ich habe nicht nachgedreht. Ich weiß nicht, was die nachgedreht haben, aber da ist nichts nachgedreht. Wir sehen da nichts. Vielleicht habe ich noch eine Frage. Haben Sie nachsynchronisiert 1990? Ja, wir haben nachsynchronisiert, weil es ein paar Stellen gab, die man nicht verstehen konnte. Also alles in diesem Auto, das ging nicht. Und ein paar Sachen mit Schimmelpfennig, mit Jörg, der schon gestorben war und ein Synchronsprecher gesucht werden musste und auch gefunden wurde. Hartloff, der auch nicht mehr lebte, 90, da haben die sich entschlossen, das nicht zu synchronisieren. Das verstehen wir dann eben, ein paar Sachen verstehen wir nicht, weil man da niemand gefunden hatte und es ihm auch irgendwie nicht antun konnte, so eine fremde Stimme darauf zu legen. Ja, so ein paar Sachen haben wir aus technischen Gründen nachsynchronisiert. Das sind aber alles die Texte, die ja, also man geht ins Studio, ist 25 Jahre älter, Stimme ist ein bisschen tiefer, ganz so anhalterisch klingt es nicht mehr. Also ich höre, wo ich das synchronisiert habe. Danach haut man sich die Kopfhörer und dann versucht man das so zu machen. Ja. Mit Jürgen Hensch hatte ich immer eine Verbindung bis zu seinem Tod, so eine lockere Weihnachtskarten-Schickung-Verbindung. So. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie das alles versucht haben zu vergessen und nie erzählt haben während Ihrer Tätigkeit in Hamburg. Haben Sie das jemals bedauert, dass Sie das nicht gemacht haben? Nein, die hätten das nicht verstanden. Das wäre mir zu ich kann das nicht alles erklären. Also ich stottere ja hier auch rum. Ja. Und ja, warte. Und dann ist es auch so, dass das Desinteresse ist riesig. Immer noch. Weil wir sind alle Stasi, wir haben gehungert und waren irgendwie im Knast, hat neulich Quistek gesagt. Das Desinteresse ist verrückt, ja. Die haben in Hamburg, wo ich ja dann 13 Jahre auch an der Schule war und 5 Jahre am Deutschen Schauspielhaus gespielt habe, haben die eine kleine Geburtstagsfeier für mich gemacht im Metropolis. Also da kamen so hier so ein Eckchen Leute kamen ins Kino für Stella und der Dritte. Anschließend daran, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Sie sich gar nicht interessieren dafür, die Studenten, also für Ihre Filme. Haben die nie Ihre Filme gesehen? Nee. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also das ist doch irgendwie, das sind doch so viele Filme gewesen. Also Weite Straßenstelle Liebe möchte ich nur dran erinnern. 69 mit Manfred Krug, das ist ja kein Ding, was man so von der Hand Jackie weisen Schwarz. Kann. Und Jackie Schwarz natürlich auch, ja. Das bin nicht ich. Also ich fand besonders gut auch diese Unterschiedlichkeit der Reaktion der Lehrer. Denn so ist das gewesen. Ich bin in Babelsberg zur Schule gegangen. Und das gab es immer mal welche dazwischen, die einem was gesteckt haben und gesagt haben, komm, sei ruhig, halt mal den Mund, sag lieber nichts. Und diese Einigkeit, die es vielleicht so ein bisschen erscheinen lässt, die war auch nicht da. Aber man musste halt sitzen und so war das in der Schule. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, ob das erste Mal war, dass Sie sozusagen angeeckt sind mit einem Film oder überhaupt mit der Kulturpolitik oder ob Sie... Sie sagten ja schon, Sie hatten damit gerechnet. Also wie sind Sie denn mit dem Verbot umgegangen? Haben Sie Ihre Einstellung geändert oder haben Sie gesagt, ich mache mein Ding weiter und dann sehen wir mal, was kommt? Also zur zweiten Frage, können Sie mein Buch angucken? Also natürlich
war mir, also da ich meinen Beruf als über die Maßen liebte und wusste, dass das noch was anderes sein kann, als zu reproduzieren. Ich wusste, dass man auch ein Mitarbeiter sein kann in einem Kinofilm oder sein soll oder sein kann. Und das habe ich halt immer versucht, dass ich mitarbeite, dass ich Geschichten erzähle, die in der Nähe sind von dem, was mich berührt. Und dann gehe ich davon aus, dass es sie auch berührt. In dem Film Der Dritte gibt es eine Szene, wo die im FDJ-Hemd Bandiera Rossa vertanzt. Und da stand eine Frau vor mir auf im Kino, streckte den Zeigefinger auf die Leinwand und sagt: Mensch, das bin ja Icke. Und also dorthin ziele ich. Und das geht ja nicht, indem man einen bedämmelt von rechts und links, was man gefälligst zu erzählen hat. So, das ist das eine. Warte, das andere, was haben Sie zuerst gesagt? Ja, Kulturpolitik, genau. Also Hermann Schoche und KB Tragelehn kommen aus Dresden und Rainer Müller kommt auch irgendwie da aus dem Anhaltischen. Und Müller und Tragelehn machen Umsiedlerin 1960 oder 61, weiß ich nicht mehr so ganz genau, mit den Studenten in Karlshorst, das ist eine Ökonomiehochschule. Mit denen versuchen sie, dieses wunderbare Stück von Müller auf die Bühne zu bringen. So. Und jetzt ist Generalprobe und Christa Tragelehn und Inge Müller und ich, wir sitzen in der Hiddenseer Straße in Berlin und warten, dass die beiden zurückkommen von der Generalprobe und erwarten, dass das mit Glanz und Gloria, natürlich, klar, so da Ökonomie und Karlshorst, da haben die nicht so das Auge drauf, die das Auge drauf haben sonst. Und wir warten und dann gucken wir, weil die mit einem furchtbaren Gelächter kommt KB Tragelehn und Heiner Müller, kommen so die wohnten im fünften Stock. Und wir beugen uns so rüber und die lachen und wir drei Frauen sagen, ja, was ist denn los? Warum lacht er denn so? Und was ist denn passiert? Und da sagt Müller, ja, also da war da der BGLer und der hat nach der Probe gesagt, na, also, das wird noch Diskussionen geben. Darauf haben wir auch gelacht. Und das war dann der Satz, der galt. Bis 89 hat es eben immer wieder mal Diskussionen gegeben. Und das, weißt du, kommt man aus dem Dorf, denkt Sozialismus, nie wieder Krieg, alles klar. Und dann sowas, das ist Kulturpolitik, das sind doch keine Feinde, Tragelehn und Müller. Tragelehn wird abgeschickt nach Klettwitz. Also hier, die wird versetzt ins weiß der Teufel wohin und Tragelehn muss ins Braunkohlewerk nach Klettwitz und Müller wird nicht gedruckt. Und das macht doch einen Eindruck von jemand, der aus dem Dorf kommt, denkt, hallo, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das sind keine Feinde, wieso denn? Wieso werden die so gemaßregelt, bis Müller dann 65 bei mir zu Hause in der Riekestraße gegenüber der Synagoge und am Wasserturm auf dem Sofa sitzt. Ich denke, was will der denn? Sitzt immer auf dem Sofa. Denke, was will er denn? Er wird doch nicht, nee. Und der sagt, kannst du mir 600 Mark borgen, damit wir uns was zu essen kaufen können. Die haben ihn nicht gedruckt. Und ja, so, da wird man doch hellhörig, oder? So viel zur Kulturpolitik. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ups. Auch noch eine Frage, und zwar, was wäre Ihre Empfehlung für Nachwuchsschauspieler, die gegebenenfalls auch mal mit einem kontroversen Thema konfrontiert sind bei der Rollenwahl? Oder würden Sie einschätzen, dass man in der jetzigen Zeit thematisch gar nicht mehr so in Schwierigkeiten kommen kann, wie das damals einst war? Sie beantworten die Frage doch. Wo kommt man in irgendein Problem? Wo gibt es da, wo man sagen könnte, nein, man sagt den jungen Schauspielern, alles spielen zuerst, bevor man sagen kann, das nicht, das nicht, das nicht. Natürlich muss er alles spielen am Anfang.
Kann eine falsche Entscheidung heute nicht auch den Berufsweg ein bisschen verbauen? Wenn er Nein sagt, zu früh. Gibt es noch Fragen? Warte, ich sag noch was. Ich sage nur, es ist doch ganz einfach. Also der Geldgeber bestimmt. Fertig. Wenn dem die Nase von dem nicht passt, hat das noch gar nichts mit den Inhalten zu tun. Der Geldgeber macht ein Produkt für sein Publikum, notfalls oder immer für die Quote. Also da passiert, solche Konflikte passieren da nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Ja, wenn man versucht, sich einzumischen, war es das. Verstehen Sie? Klar. Also ich mache 4 Polizeirufe. Hilfe, wer ist hinter mir? Mache 4 Polizeirufe und am 5. ist das Buch schlecht, dann sage ich, das möchte ich nicht machen. Dann hin und her, her und hin. Und dann sagen die, naja, dann setzen wir die Kommissarin um. So, musst du die Kommissarin umsetzen. Das hat dann was mit deiner Haltung zu tun. Magst du, okay, mach ich nicht. Was willst du? Entschuldigt. Ja, sind Sie, was? Ich bin seit 36 Jahren Ihr Ehemann. Na, ich wollte nur auf diese Frage, ob das einen Einfluss hat, ist mir eingefallen. Ich war auch Schauspieler und ich war in Frankfurt an den städtischen Bühnen mit dem Versuch der Mitbestimmung. Das heißt, dass die Schauspieler in Versammlungen ungefähr so viel zu sagen hatten, wenn auch nicht so intelligent, wie die Dramaturgen und die Regisseure. Und dass wir mitgesprochen haben, wie welches Stück besetzt wird und überhaupt welche Stücke wir spielen. Und wir waren, ich gebe gerne zu, leicht modisch angefärbt, ziemlich links in unserer Überzeugung. Und ich habe dann mit einem Menschen vom Funk, vom Hessischen Rundfunk, der ein berühmter Kabarettist und Textautor war, leider auch schon gestorben, der hat mich gefragt, möchtest du nicht morgens um 8 eine Live-Sendung machen im Radio, Guten Morgen Frankfurt. Ich mache die Texte, du kommst um 8 ins Studio, da kannst du um 9:30 dann ins Theater fahren zur Probe, also das geht sich gut aus. Wir haben das probiert. Die Sendung ist nach nicht ganz 2 Wochen abgesetzt worden, weil die Texte etwas zu kritisch waren. Und ich habe, während ich das noch nicht wusste, dass wir gar nicht mehr lange weitermachen werden, habe ich zu ihm gesagt, sag mal, ich habe mein Leben lang in Stuttgart, in München, in Baden-Baden Funk gemacht. Ich war Spezialist für österreichische Rollen. Ich kann auch ein bisschen Schweizerdeutsch. Also immer, wenn sowas gebraucht wurde, haben sie mich geholt. Und ich habe sehr viel damit dazu verdient. Wieso nicht hier am Hessischen Rundfunk? Hat er gesagt, komm mal mit. Wir gehen ins Besetzungsbüro. Hier ist keiner da. Macht eine Lade auf und sagt, hier ist die Liste. Da gab es eine Liste, auf der stand, nicht besetzen sind diese trockenen Schauspieler vom Schauspiel Frankfurt. Von Politik war keine Rede. Aber sie hatten eine Liste, dass man uns nichts anbietet. So viel zu den Schwierigkeiten, wenn man, selbst wenn es eine modische Haltung ist, die Haltung versucht durchzuhalten. Super. Danke. Okay, gibt es noch Fragen? Ansonsten würde ich mich nochmal ganz recht herzlich bedanken bei Jutta Hoffmann, dass Sie hier sind und für diesen wunderbaren Film. Und auch noch natürlich... Danke für die Einladung. Und nochmal ein großes Dankeschön an Maria Zemke und Daniel Seibert für die Einführung und für die Moderation der Diskussion. Applaus